Willkommen, meine lieben Freunde, zu dem lang erwarteten Projekt, nämlich Pokémon Y Randomizer Nuzlocke. Leute, es ist am Start. Wie findet ihr das Logo? Findet ihr den Rahmen geil? Findet ihr alles hier geil? Ich finde es auf jeden Fall richtig geil und ich freue mich richtig auf das Projekt. Meine lieben Freunde, das wird ein sau geiles Projekt. Ich habe wieder sau viel Sachen geändert. Ich habe sogar die Stadtnamen und die Region geändert. Willkommen in der Welt der Pokémon. Hier ist leider ein kleiner Fehler aufgetroffen, denn mein Name ist Platan. Willkommen in der Indigo-Region. Indigo-Region stimmt schon mal. Das ist nämlich die, ja, wie schon gesagt, Indigo-Region, meine lieben Freunde. Professor Platan heißt Professor Platan, heißt eigentlich Professor Hopsi, aber da ist leider ein Fehler unterlaufen, aber erkläre ich später mal. Ja, und er labert gerade über die Pokémon hier. Ich bin so krass gehypt. Was wird unser Starter sein? Was passiert hier in unserer Welt? Wir werden auf jeden Fall den Jungen nehmen. Und nehmen... Komm, wir nehmen den hier. Blond, blauäugig, wir sind Aria. Wir nennen uns natürlich, wie sonst auch immer, Zerlo. Und ich bin so gespannt einfach, was uns hier erwarten wird. Das wird so ein krankes Projekt. Mit sehr viel Leid, mit sehr viel Liebe, mit sehr viel allerlei. Weil, wenn hier ein Pokémon stirbt, ist es raus. Dann ist es echt aus der Nuzlocke raus, Leute. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hart. In wenigen Augenblicken wirst du in die Indigo-Region geschickt werden. Let's go! Yeah! Das ist so fucking nice, ich freue mich richtig drauf. Einfach jede Stadt hat einen anderen Namen, jede, naja, nicht Route, aber jedes Gebiet hat einen anderen Namen und das wird schon sehr interessant werden. Und boom, da sind wir in unserem Bettchen noch am Schlafen, aber Leute, es geht los! Pokémon Y Randomizer Nuzlocke, nachdem ihr Alpha Saphir so krass abgefeiert habt, naja, geht es hier nun weiter mit der Story. Wir sind nun hier im Pokémon Y und ja, wir sollten uns am besten mal ganz kurz umziehen, denn ja, es geht jetzt auf ins Abenteuer und da müssen wir natürlich gut gekleidet sein, wie eh und je und ja, das passt doch schon mal, geschwind umgezogen, perfekt. Und auf geht's runter zu unserer Mutter. Mutter, was sagst du dazu? Wir hauen heute ab. Was hältst du davon? Guten Morgen, Zerlo. Du hast geschlafen wie ein Stein. Hast du dich vom Umzug erholt? Es wird Zeit, dass du etwas frische Luft schnappst. Wie wäre es, wenn du unseren neuen Nachbarn grüßen gehst? Alles klar, wenn du das meinst. Aber ich werde erstmal hier rausgehen und gucken, wie es hier aussieht. In der neuen Stadt, wo wir halt angekommen sind in... Oh, es ist Nacht. Und... Oh. Direkt neue Person hier und steht hier überhaupt schon, wie die Stadt heißt? Das wäre nämlich gut. Nein, steht hier nicht. Hallo, ich bin Zero Lion. Ich wohne gleich nebenan. Und ich bin Resi. Schön, dich kennenzulernen. Wir sind hier, um dir eine Nachricht zu überbringen. In der Indigo-Region gibt es einen berühmten Pokémon, vor seinem Namen ist Platan. Eigentlich Hopsi. Er hat uns drei und zwei weitere Kinder für einen besonderen Auftrag auserkoren. Woher er dich kennt, obwohl du noch gerade erst nach Hometown gezogen bist, ist uns aber ehrlich gesagt schleierhaft. Aber das finden wir noch heraus. Er weiß halt, dass wir halt der legendäre Trainer sind, der die Alpha Saphir Randomizer aufgemischt haben. Ne? Daher kennt er uns halt. Und ja, das hier ist Hometown. Ich glaube, wir können ganz kurz durchlesen hier, oder? Hometown. Von der Skizze zum Meisterwerk. Ja, Hometown halt, ne? Ist halt unsere Heimatstadt. Und oh, Route 1, Hometown-Fahrt. Und hier sind wir in Menoxia, der anderen Stadt, der zweiten Stadt, da wo wir unseren, naja, Starter bekommen werden und mal gucken, was das sein wird. Wir haben gerade von dir gesprochen, komm, setz dich zu uns. Oh mein fucking Gott. Da wären wir also, Zerlo, das ist der vereinbarte Treffpunkt. Darf ich vorstellen, das ist Zerlo. Du bist, das ist ja schon viel von dir erzählt. Zerlo kennt die Hälfte von uns noch gar nicht. Ich stelle ihn besser mal alle vor. Das hier ist Defi. Er liebt imposante Tänze. Das ist Charlie. Ein Meisterhirn, das bei jedem Test die volle Punktzahl abräumt, aber trotzdem sehr bescheiden ist. Schön, euch kennenzulernen. Was haltet ihr davon, wenn wir dem neuen Mitglied unserer kleinen Gruppe einen Spitznamen geben? Wie findet ihr zum Beispiel Lord S? Nix da. Ich habe eine viel bessere Idee. Mini S passt hier besser zu ihm. Charlie, hast du noch einen Vorschlag? Was soll ich denn einem wildfremden Menschen einen Spitznamen geben? Also gut, Monsieur S? Fragen wir am besten den
Aber fragen wir am besten den, der später mit dem Spitznamen leben muss. Selbstbestimmt natürlich. Ich möchte nämlich Sir Lo genannt werden. Ach, das ist so ein schlechter Wortwitz einfach. Leertaste, Batzen, Batzen und sogar Low, ne? Wisst ihr Bescheid? Sehr Low, Sir Lo. Aha, lustig, ne? Du wirst also Sir Lo genannt werden. Ja. Schön, Sir Lo ist echt der perfekte Spitzname für dich. Wir werden uns bestimmt gut verstehen. Gut, könnt ihr dann endlich mal anfangen, die Pokémon reinzuholen? Schade, Tomate. What the fuck hat er gerade gesagt? Aber egal, hier sind sie, die Pokémon. What? Wir haben einmal ein... Was? IG-Game-Sammler? What the fuck? Finks? Froxy? Warum heißt es Igamaru? Ach, weil der eine trainiert. Egal. Wir nehmen uns Magma, glaube ich mal, oder? Wir nehmen uns Magma, aka Finks. So, und ja. Mal sehen, ist das männlich oder weiblich? Jetzt müssen wir jetzt halt gucken, ob... Nein, das ist nicht Finks, das ist Magma. Verstehst du eigentlich? Magma. Ja, ich möchte einen Spitznamen geben, natürlich. Wie nennen wir das denn? Das ist männlich. Das ist männlich. Ich nenne es einfach Mr. Mythos, wie in meinem letzten Let's Play, das Shiny-Pokémon, das Bibor. Und Leute, ihr könnt mir hier wieder in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Pokémon sein wollt, wenn ja, welches und alles mögliche. Wir haben jetzt natürlich nicht so die krasse Startauswahl gehabt, aber es kann natürlich noch was Cooles kommen, deswegen, ich bin gespannt, was hier passieren wird. Mr. Mythos ist auf jeden Fall unser erster Team-Member hier. Und dann wollen wir auf jeden Fall gleich mal schauen, was der Rest hier so will. Wir haben gleich unseren ersten Kampf sofort. Ich bin zufrieden mit dem Spitznamen. Alter, nur weil einer Amaru heißt und das ein Arena-Alter ist, heißt er jetzt Game-Sammler. Game-Sammler, Alter. Ist ja richtig schlimm. Pokédex erhalten, nice. Ja, sowas kommt halt öfter mal vor. Gut, wir müssen jetzt erstmal zu unserer Mutter, glaube ich, ne? Und der Bescheid sagen. Brief vom Prof, okay, nice. Wir müssen halt erstmal Bescheid sagen, was hier so abgeht. Professor Hopsi, da war es das erstmal richtig ausgesprochen. Danke, Sefi, dass du den Hopsi mal richtig erwähnt hast. Ja gut, Indigo-Region, bla bla, ist okay. Diese Storyline ist immer so richtig kritisch. Aber egal, wir gehen mal hier weg und gehen zu unserer Mom jetzt. Denn die möchte ja bestimmt auch mal wissen, was jetzt los ist. Und, oh, das ist Zero-Line. Einen Moment noch, Solo. Ich hätte gerne, dass du mein erster Gegner bist. Alles klar, dann los, bring uns dein Igamaru-Ding da rein oder was auch immer du jetzt dein Pokémon hast. Und, Flapterix hat sie als erstes. Und dieser Kampf zählt noch nicht als richtiger Pokémon-Kampf. Das ist nämlich, immer noch keine Nuzlocke halt. Also kein Nuzlocke-Kampf, sondern, ja, wir haben hier halt erstmal noch Aquaknarre von Typ Stahl, coole Augen. Flora, also wir können nur mit Aquaknarre angreifen von Typ Stahl. Das ist natürlich mega mies. Keine so geile Attacke. Wir haben ja noch keine Tränke, noch keine Bälle, noch kein gar nichts. Deswegen, da beginnt erst die, naja, Nuzlocke. Und ich merke schon, Flora-Schutz, super. Was bringt das? Also wir haben auf jeden Fall keine Chance, hier schnell zu gewinnen, muss man sagen. Denn, Aquaknarre zieht nicht gerade viel, aber das kriegen wir nicht mal mit 24 Schlägen hin und Steinwurf wird uns killen. Das wird uns killen, auf jeden Fall. Alter, das ist halt schon mies. Das Ding ist Level 7, wir sind Level 5 und, wir haben eine scheiß Attacke drauf. Das ist natürlich richtig mies, okay. Ja gut, dann bist du erstmal weg, Magma, aka Mr. Mythos. Da müssen wir vielleicht später Offscreen-Training machen, glaube ich. Sehr viel sogar. Aber als erstes müssen wir gleich mal, ein Pokémon auf der nächsten Route fangen. Nachdem wir bei unserer Mutter waren. Und ja, wieder zurück nach Hometown. Und das wird echt sehr interessant werden. Ja, hier ist unser Haus. Also Aquaknarre von Typ Stahl auf diesem Pokémon ist echt nicht so krass angebracht und sehr krass stark, das muss man sagen. Und da wird es vielleicht im nächsten Mal erstmal was ändern mit unseren kleinen Pokémon. Der braucht auf jeden Fall ein paar bessere Attacken. Eine kleine Zusatzregel, die ich habe, damit ich den Nuzlocke auch zu Ende bringen kann. Ich darf immer ein Pokémon im Team behalten, was nicht stirbt. Also wenn alle Pokémon weg sind, darf ich eins wiederbeleben. Weil ich möchte die Nuzlocke halt zumindest durchführen. Beziehungsweise ich möchte das Spiel durchführen. Und wenn ich dann mittendrin alle meine Pokémon verliere, naja, ist halt zu Ende die Nuzlocke und das Let's Play eigentlich. Aber ich möchte das Spiel ja irgendwie auch zu Ende bringen, weil ich das ja nicht umsonst gerandomized habe und so viel Arbeit reingesteckt habe. Und ja, deswegen
Professor Hopsi, ja, du erkennst es auch mal, es ist Professor Hopsi. Ja, das ist, deswegen habe ich diese extra Regel rein, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Und wir gucken jetzt mal erstmal Mr. Mythos an. Vom Typ Psychonormal. Was ein Typ, ey, was ein Typ. Und ich, senkt den Angriffswert, Entschlaggarantie, krass. Ja, auf jeden Fall nicht so krasse, Psychonormal und dann nur so eine Stahlattacke, ist echt nice, ey. Ich hoffe, dass wir auf der nächsten Runde was Besseres bekommen und, oh, nice, unser Rienhorn, was geht? Oh, oh, Mutter, was ist los? Ach, du warst das, ja, ja, ich war das, ich habe Rion kurz aufgeweckt, der war irgendwie gerade, weiß nicht, der hat gesehen, wie wir in unserem Pokémon rumgefummelt haben und er meinte so, ah, ja, ich muss auch mal was zu Wort kommen hier. Ne, wirst Bescheid. Ja, Hometown ist eigentlich eine relativ süße Stadt hier, aber verlassen wir direkt wieder, weil die nicht gerade sehr interessant ist und ja. Ne, meine lieben Freunde, gehen wir mal direkt weiter wieder zu der nächsten Stadt, der Hometown-Fahrt. Das hört sich so geil an. Nach Minoxia. So, und Minoxia müsste jetzt auch Pokebälle und Tränke und sowas all enthalten, soweit ich mich erinnern kann. Da nämlich drin. Oder? Oder? Okay, wir können hier noch nicht rein. Oder warte, war das nur ein Standardsatz von ihr? Ich glaube, das war nur ein Standardsatz von ihr, den er am Anfang sagen muss. Oder? Können wir jetzt was kaufen? Ich kann das einfach nicht mit ansehen, wenn ein Pokémon Stadt macht, wenn ein Team einfach... Ah, okay, es ist das Pokémon Center. Okay, wo, dann ist auf der anderen Seite der Markt, oder wie? Ja, dann wird das hier wohl der Markt sein. Oder? Yeah, da ist der Markt. Oh, cool, Pokébälle. Warum kann man eigentlich nur Pokébälle kaufen? Das ist irgendwie ein bisschen strange, weil... Naja, nur Pokébälle... Oh, wir haben einen Primärballsbonus bekommen, ja, das war... Das war klar, wir haben ja 10 Pokébälle gekauft. Aber nur Pokébälle in einer Stadt hier, in einem Supermarkt? Das ist echt ein bisschen low für so ein, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Hey Trainer, im hohen Gras bist du manchmal von wilden Pokémon überrascht, aber keine Sorge. Dein Team wird sich ihnen tapfer zum Kampf stellen. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, wenn wir jetzt ein Pokémon fangen. Die ersten beiden Pokémon, da muss ich jetzt ein bisschen improvisieren. Das ist kein Randomizer-Pokémon, Leute. Das ist nicht random hier, das ist Taubsi. Und wie gesagt, nicht random, das ist vom Spiel kalkuliert. Das kann ich nicht ändern. Deswegen nicht wundern, das werde ich nicht fangen. Das Pokémon danach werde ich aber fangen. So, Aquaknarre, bitte. Okay, okay, ich kann das Ding. Absorber. Okay, jetzt zieht nicht viel ab. Ich könnte hier vielleicht gegen die Taubsi sogar schon ein bisschen für den nächsten Part trainieren. Damit ich vielleicht eine neue Attacke lerne oder sowas. Wäre auf jeden Fall sehr angebracht. Weil, naja, nur mit so einer scheiß Stahlattacke komme ich hier nicht durch. Schätze ich mal, glaube ich mal, vermute ich mal höchstwahrscheinlich. Weil, naja, so eine Stahl-Aquaknarre bei einem normal psychischen Pokémon. Es hat keinen Step, es hat einfach, es zieht einfach fast gar nichts an. KP ab und ja. Yeah. Aber Leute, wenn ihr geheizt seid auf dieses Projekt, wenn ihr euch drüber freut, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Wäre krass, wenn wir irgendwie 300, 400 Likes für die erste Folge schaffen würden. Und, ja, würde mich auf jeden Fall sehr krass freuen, weil ich gebe mir immer sehr viel Mühe mit den Randomizer-Projekten hier. Und ja, mal gucken, was wir jetzt bekommen für ein Pokémon in der Randomizer. Was bekommen wir hier? Ein Mino! Ne, Plusel. Toll, das ist ein Plusel. Okay, 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 pass auf. Plusel ist zwar nicht das krasseste Pokémon der krassen, aber können wir schon was damit anfangen. Komm, wir fangen das Ding jetzt erstmal. So, Plusel. Nice one. Das wird bestimmt locker beim ersten Ball drin bleiben. Komm. Bleib drin. Bleib drin. Nice one. Jetzt haben wir sogar schon 2 Pokémon, das freut mich auf jeden Fall krass, weil... Ich weiß jetzt... beginnt die Nuzlocke ja schon und oh, wir kriegen direkt ein neues Level. Und ja, wir müssen jetzt ein bisschen sputen hier. Wir müssen ein bisschen besseres Team bekommen, alles möglich, weil ein Magma können wir hier nicht überleben. Und das ist so ein Typ normal, das Puzzle. Okay, das ist natürlich nicht der beste Typ. Ich nenne es einfach mal Maeve von Maeve und Astra hier, ne? Ihr wisst schon, Mash. Und der Gute kriegt erstmal hier... Das gute alte Puzzle. Zum nächsten Part hin können dann auch Abonnenten Pokémon werden. Muss ich dann halt alles abchecken. Wisst ihr Bescheid? Ich gucke jetzt erstmal, wie das Pokémon hier so sein wird. Wir machen das übrigens genauso wie beim letzten Let's Play. Einfach Name, Geschlecht und Typen reinschreiben. Und Octazooka vom Typ Wasser sogar. Das hat sogar geklappt. Fassade, Hornattacke, Magieraum. Alter, das Ding hat Attacken, die echt gut sind. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen, muss ich sagen. Ey, das ist krass.
Gut, Leute, aber auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier hin und gucken mal, was die von uns hier wollen. Oh, hallo, Solo. Lass uns doch zusammen lernen, wie man Pokémon fängt. Sololines Mama und Papa sind hervorragende Trainer. Deshalb weiß sie auch ganz genau, wie man Pokémon fängt und mit ihnen kämpft. Nun ja, Mama und Papa sind schon gut, aber naja, ich weiß nicht Bescheid. Ich zeige uns heute mal, wie man Pokémon fängt. Und das wird auch wieder ein Nicht-Zufalls-Encounter sein. Nee, es ist Skoppel. Ja, also alles vom Spiel programmiert, was hier so auftaucht. Der erste Encounter, also das Taubsi war programmiert. Donnerstock, alles klar. Und es setzt Tackle ein. Seht ihr, wie programmiert das Spiel hier ist? Er setzt eigentlich Donnerstock ein, aber Tackle kommt raus. Ja, ne? Auf jeden Fall kommt nur mir jetzt davor, da sieht die Grafik relativ gut. Es sieht irgendwie viel besser aus als bei Oras irgendwie, finde ich. So, wenn man dann so, keine Ahnung, so 20 Tage hintereinander nur Oras gespielt hat, kommt das hier echt richtig gut rüber. Viel besser als Oras. Aber, ja, das war, wie gesagt, alles vorprogrammiert. Interessiert mich auch nicht so krass. Skoppel halt, ne? Ist Wayne, ist ein scheiß Bowman halt. Gut, ich wollte noch ein bisschen hier, bevor wir den Part beenden, im Gras rumlaufen und gucken, was uns hier für Pokémon. Naja, oh, jetzt beginnt so gesehen die Nassau, weil wir hier das erstmal Pokébälle erhalten. Aber, naja, ich habe halt schon mal welche gekauft, falls wir vor diesem Erhalten der Pokébälle schon auf was stoßen. Und wir sind ja schon auf was gestoßen. Und ja. War also klug. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen ins Gras rein und gucken mal, was uns hier an Pokémon erwartet. Wir haben ja schon eins gefangen. Und was haben wir noch? Ein Kecleo! Ein Kecleon! Alter! Lol. Erstmal Aquaclair reinsetzen. Als ob das den Königsschild hat. Na super. Das ist eine Attacke von Durengard. Ist ja richtig geil. Boah, das ist sehr effektiv. Krass. Aber es sieht einfach fast nichts ab. Es sieht einfach fast... Musst du Königsschild haben? Du wärst jetzt schon down, wenn du kein Königsschild hättest. Der wäre echt jetzt schon down, ne? Königsschild, ja, steckt viel. Ich wollte gerade sagen, nicht nochmal. Nicht mit mir, nicht nochmal. Nee, das gibt's nicht. Nicht mit mir. So, Aquaknarre. Gut. Kecleon ist tot. Ja, jetzt können wir nochmal ein bisschen trainieren, bevor... Ja, wir den Part beenden und ich weiß gar nicht, wann erreicht Pfingst eigentlich die nächste Attacke. Wäre auf jeden Fall mal wichtig zu wissen, weil, ja, wir haben halt nur Aquaknarre und Aquaknarre ist nicht eine geile Attacke, das muss man sagen. Ist eine scheiß Attacke und ein fucking Altaria, what the hell? Es ist ein scheiß Altaria! Warum konnte ich das nicht als ersten Encounter finden? Das wäre ja mal mega krass gewesen. Okay, da können wir nichts mit ihm machen. Was hat der Blitzger... Bla bla bla, wir flüchten, bla bla bla, wir flüchten jetzt, oder? Mr. Mythos, wir flüchten. Oh, der hat mir schon ein bisschen viel abgezogen, bevor er mich ja irgendwie noch tötet. Lieber abhauen. Leute, ich würde aber sagen, wir gehen noch kurz auffallen und ich trainiere für das nächste Video, für den nächsten Part halt schon mal die ganzen Pokémon ein bisschen und versuche dann schon mal ein paar neue Attacken auf die beiden zu haben, beziehungsweise das Minum sieht ja richtig geil aus vom Moveset her, hat zwei Step-Attacken sogar. Vom Typ normal und ist eigentlich relativ ordentlich, das Ding. Deswegen würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder hier an dieser Stelle. Bis dann und ciao, euer Solo mit Pokémon Y Randomizer Nuzlocke Challenge.